Wer am Samstag nach Bottrop kommt, erlebt eine Stadt, die, naja, gut besucht ist. Das Dumme nur, Samstag ist nur einmal die Woche. Die Innenstadt hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Dazu Zechensterben und Strukturwandel. Viel zu bieten hat die Stadt im Ruhrgebiet nicht. Was soll man dann noch in Bottrop? Warum dann nicht gehen? Warum bleiben? Es gibt so zwei Möglichkeiten, wenn was schlecht ist. Entweder zieht man weg nach Berlin wie alle, oder man sagt, man macht das, wo man ist, einfach ein bisschen schöner. Bottrop im Aufbruch. Das beginnt nach Feierabend. Dann, wenn andere auf der Couch sitzen, die Glotze anmachen und ihr Bierchen zischen, legen Markus Gehring und Arthur Riedel so richtig los. Im Keller riecht es nach vergorener Hefe, nach Röstaromen, nach frischem Bier. Arthur Riedel weiß, was er da tut. Er ist Braumeister. Doch den ersten Schluck aus dem eigenen Braukeller, den schmeckt er heute noch. Ein Jahr danach. Ja, das war ziemliche Aufregung, weil wir haben das erste Mal auf dieser Anlage gebraut und die Rezeptur zum ersten Mal getestet. Zwischendurch auch immer wieder mal probiert und ja, mit jedem Probieren hat man erkannt, oh, da ist Potenzial drin und da steckt ordentlich was drin und wir können uns, glaube ich, Hoffnung machen, dass es was geworden ist. Und als wir dann das erste Bier fertig hatten, waren natürlich alle total nervös und haben alle probiert und dann haben uns angeguckt und gesagt, alles klar, läuft, können wir machen. Wenn man dann das auch noch selber quasi gebraut hat, dann schmeckt es natürlich noch mal eine Spur besser. Ja, wie der Käsekuchen von der Oma. Selbstgemacht schmeckt immer noch am besten. Das ist unser Motto hier. Sie sind eine Clique von 10 Jungs. Sie kennen sich aus der Schule, vom Fußball und dem Jugendraum. Sie wurden erwachsen. Manche verloren sich aus den Augen. Jetzt sind alle wieder zurück in Bottrop, am Ort ihrer Kindheit. Der alte Kiosk, da, wo sie mit ein paar Groschen in der Hand aufgeregt vor der Scheibe standen, um Lagillenecken, ich bin noch zu haben. Die Stadt hat ein Problem, so wie viele Innenstädte. Die Geschäfte verschwinden, es wird zu viel online bestellt. Das ist nicht erst seit der Corona-Pandemie so. Kaufhäuser und große Ketten sind gegangen. Für immer. Wenn wir hier nachmittags in der Stadt sind, Totenleere. Ich hoffe, dass es besser wird. Man liest ja genug in den Zeitungen, dass es jetzt endlich vorwärts geht. Weil außerhalb shoppen macht mir nicht Spaß. Da müsste schon was geschehen, weil immer mehr Geschäfte leider schließen. Und ja, dadurch die Leute es eben nicht mehr reizvoll finden, in die Innenstädte zu gehen, ne? Wo eben nicht so viel angeboten wird. Ne? Wie kann die Stadt voller, bunter, wieder lebendiger werden? Seit Jahren bemühen sich Politiker und Einzelhändler. Einer von ihnen ist der Blumenhändler Jochen Klee. Ihm ist die Stadt zu langsam, zu bürokratisch und unkreativ. Die Idee mit den Kübeln, ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von bunten Kübeln, aber das ist so ein typisches, auch, denke ich, Problem von der Verwaltung. Da bestellen die Kübel und gucken sich die Bepflanzung an. Da passt die Relation nicht so ganz, aber da fragt man dann auch nicht mal einen Blumenhändler, wie er das sieht, sondern da wird eine Ausschreibung gemacht und irgendeiner haut da 5 Pflanzen rein und dann ist es das. Ne? Ich meine, wir haben ein paar Blumenhändler in der Stadt, da hätte man auch mal fragen können. Ne? Bauchschmerzen bereiten ihm die zwei Einkaufstempel von früher. In den 80er Jahren waren Karstadt und das Hansa-Zentrum der Renner. Doch kann man so etwas wiederbeleben? Ich glaube nicht, dass wir von der Einzelhandelsfläche Karstadt und Hansa-Zentrum brauchen. So viel Kaufkraft ist in Bottrop nicht. Gegen den Leerstand in der Innenstadt kämpft die Stadt mit einem Förderprogramm. 2 Jahre lang übernimmt sie 80% der Miete, damit Händler wieder einziehen. Jochen Klee ist skeptisch. Es werden Ladenlokale gefördert, die vorher nicht vermietet wurden, wo ich mich frage, ja, wenn ich ein Produkt nicht verkaufe, was mache ich dann falsch? Also entweder ist es zu teuer, ne? Und jetzt kriegen Immobilienbesitzer die Ladenlokale gefördert, die in der Innenstadt, glaube ich, jeder 10 Immobilien haben, die, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht nötig haben. Die hätten auch vorher 30% runtergehen können von der Miete.
Das sind so, also mir persönlich gefällt die Idee nicht so. Es ist schön, dass Ladenlokale besetzt werden, aber der Weg dahin, den finde ich nicht den richtigen. Und in der Tat, viele trauen sich noch nicht. Gerade mal eine Handvoll Händler hat angebissen. Julia Kubik und Stefan Wollenberg wagen es, wollen einen veganen Supermarkt eröffnen. Sie hätten auch nach Düsseldorf oder Dortmund gehen können. Doch Bottrop ist für Julia Kubik auch Heimat. Der vegane Supermarkt ihr Lebenstraum. Aber auch ein ganz schönes Wagnis, vor allem finanziell. Ohne das Förderprogramm ist es natürlich ein finanziell höheres Risiko, so ein Projekt umzusetzen, weil gerade die Miete ist ja sehr belastend bei den Fixkosten. Und da überlegt man sich zweimal, ob man ein Projekt in der Größenordnung tatsächlich umsetzt, ohne genau zu wissen, klappt es oder klappt es nicht. Uns wäre natürlich auch lieber, wenn wir jetzt 3 oder 4 Jahre Zeit hätten, uns zu etablieren. Wir haben jetzt aber diesen zeitlichen Rahmen und sind natürlich absolut optimistisch, dass... Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Wir dürfen eröffnen. Kein Problem. Wir brauchen noch ein bisschen. Schön, Glückwunsch. Danke Ihnen. Es läuft dann gut. Ja, das hoffen wir auch. Danke. Tschüss. Der Mut wird belohnt. Die Bottropper fragen schon, wann es endlich losgeht. Vorfreude, ein gutes Gefühl. Doch dann melden sich kurz vor der Eröffnung die Behörden und fordern diverse Umbauten an den Räumlichkeiten. Julia Kubik und Stefan Wollenberg sind entsetzt. Eigentlich war doch mit der Stadt alles schon besprochen. All die positive Energie, die wir bekommen, aus Rückmeldungen, aus Resonanz aus dem Laden, über Social Media, die verpufft in dem Moment, weil wir da stehen und uns fragen, ja und jetzt? Wann eröffnen wir denn jetzt? In einem Monat, in zwei, zum Weihnachtsgeschäft? Wir wissen es schlicht und ergreifend nicht. Und das frustriert tatsächlich maßlos. Aufgeben kommt nicht in Frage. Sie wollen, dass die Stadt begreift, dass sich da was bewegt in Bottrop. Julia Kubik hat sehr konkrete Vorstellungen von der Zukunft ihrer Heimatstadt. So was wie ein Erlebnischarakter. Ich gehe in die Stadt, um Freunde zu treffen. Ich gehe in die Stadt, um eine gute Zeit zu haben, um Gespräche zu führen. Natürlich auch, um Einkäufe zu erledigen. Aber in einem schönen Rahmen. Also wir haben ein schönes Café, wir haben uns als veganen Lebensmittelmarkt, den es im gesamten Ruhrgebiet so nicht gibt, selbst in ganz NRW nicht. Und dann zu sagen, wir gehen nach Bottrop, weil da wird uns was Besonderes geboten. Das wäre so mein Herzenswunsch. Ein paar Häuser weiter ist so ein Ort entstanden. Vor Jahren war hier noch nichts. Kein Stuhl, kein Tisch, kein Cappuccino, kein Schwätzchen mit Freunden. Bis Christina Berger kam. In Bottrop geboren, die Stadt fürs Studium und Beruf verlassen, ist sie zurückgekehrt. Die Sozialarbeiterin hat den sicheren Job aufgegeben für ein neues Lebensgefühl in Bottrop. Ich mag die Idee, dass meine Freunde und meine Familie hier ins Café kommen und das so gewachsen ist, dass Stammgäste zu Freunden geworden sind und das ist halt wirklich so ein Miteinander. Die Leute kommen, ach hi, ach du bist auch hier, komm uns dazusetzen und das ist, macht für mich so viel Qualität aus, dass ich weiß, es ist halt mit 100.000 Einwohnern eine Stadt, wo sich noch viele kennen. Einmal Cappuccino für dich, darf es für dich auch noch was sein? Auch sie hat die Erfahrung gemacht, dass Bottrop ganz schön träge sein kann. Dass viele lieber abwarten, bis andere etwas verändern. Ich habe hier einen Kaffee aufgemacht, ich habe noch einen kleinen Laden aufgemacht. Es ist eine irre Anstrengung, aber allen Leuten, die immer sagen, man müsste mal, man könnte mal, ja, gebe ich immer mit auf den Weg, mach. Also ich hatte letztens noch mit einer Kundin das Thema, hier gibt es keinen Second-Hand-Laden und alles ist so doof. Es gibt ganz viel Leerstand, mach's. Also wenn es dir fehlt, mach's. Das Risiko ist überschaubar, trau dich. Christina Berger sprüht vor Ideen. Gegenüber ist der Marktplatz meist leer und verlassen, wenn nicht Obst und Gemüse verkauft werden. Ich fahre immer viel nach Holland und dann komme ich immer mit so ein bisschen schlechter Laune wieder. Weil die Holländer machen das ganz oft so, wie ich mir das wünschen würde. Es ist so eine wunderschöne Kirche und eine Fassade mit Nischen. Wie schön wäre das, wenn da wie in Holland über Lampions hängen würden und da würden Tische stehen und hier werden den ganzen Tag leben. So würde ich mir das wünschen. Alle Bilder im Kasten. Ja. Leben in die Stadt bringen, das will auch er, Bürgermeister Bernd Tischler. Er ist nah dran an den Menschen und in Bottrop beliebt. Gerne. Auch ihn nerven die vielen Leerstände. Im alten Karstadt-Gebäude tut sich endlich was. Die ersten Lebenszeichen.
Wir sind mit diesem Gebäude auf einem sehr guten Weg. Wir sind nämlich vor der Revitalisierung. Sie werden in wenigen Monaten sehen, wie sich hier die Jalousien eröffnen und ein neuer Lebensmittelmarkt hier einziehen wird. In den oberen Etagen ist die Revitalisierung schon im vollen Gange. Es gibt ein Fitnessstudio, ein Hotel. Corona ist uns da ein bisschen in die Quere gekommen, aber die Botschaft ist, es geht wirklich gut los. Luftlinie nur wenige Meter entfernt, die andere große Wunde, das Hansa Center. Jetzt verspricht ein Investor etwas Großes. Hier sollen demnächst Kino und Cocktailbar und viele Geschäfte einziehen. In anderen Städten haben sie das auch schon versucht und sind gescheitert. Viele befürchten, den Investoren geht es nur ums Geld, nicht um die Stadt. Die Gefahr besteht, glaube ich, immer. Jetzt in dem Bottroper Fall sehe ich diese Gefahr ehrlich gesagt aber nicht. Es ist ein regional verankerter Investor, der im Ruhrgebiet sehr bekannt ist und der eben dieses Modell nicht anwenden wird. Nicht alle Probleme kann die Stadt alleine lösen. Viele Immobilien sind im Privatbesitz. Und trotzdem wächst bei den Bottropern die Ungeduld. Ich habe gelernt in diesen Jahren, dass es nie von heute auf morgen geht, sondern man wirklich einen langen Atem braucht, eine gute Strategie braucht, die man Stück für Stück mit Hilfe vieler anderer Menschen umsetzen muss. Und ich glaube, das gelingt uns gerade, aber in einer, auch für mich, wenn ich das so ehrlich sagen darf, verblüffend guten Art und Weise. Also man merkt wirklich in Bottrop so diese Aufbruchsstimmung jetzt nach dieser fürchterlichen Pandemie, dass die Leute Lust haben, was Neues auszuprobieren, diesen Weg mitzugehen. Doch ist das der richtige Weg? Für alle? Nach der Schule treffen sie sich bei Hatice Karaman im Salon 5. Kein klassischer Jugendtreff, sondern eine Medienwerkstatt. Leute von heute, mein Name ist Mevise und ich bin Reporterin bei Salon 5. Hier werden Videos produziert, Podcasts aufgenommen und Artikel geschrieben. Die Themen? Depression in der Pandemie, Feminismus und Sexismus. Und heute geht es mal um Bottrop, um Leerstand und die Zukunft. Viele finden die Stadt, in der sie geboren sind, einfach nur langweilig. Ich finde es schade, dass eine ganze Generation aus einer Stadt wegziehen will, weil sie einfach keine Perspektiven mehr hat oder weil sie keine Perspektiven mehr sieht. Ich verstehe das auf einer Seite. Auf der anderen Seite finde ich auch, dass junge Menschen auch gerade hier in der Stadt selber auch vielleicht was verändern können. Viele Ideen haben sie hier geboren, sich damit an die Stadt gewandt. Doch selten kamen Antworten. Junge Menschen müssen zum einen gehört werden. Sie müssen in dieser Stadt erstmal was sagen dürfen. Das ist natürlich das Allererste. Und das Zweite ist, das, was sie sagen, muss auch einfach eine Wertschätzung gegeben werden. Also es kann nicht einfach sein, dass man die ganze Zeit zum Beispiel hier in der Jugendredaktion ganz viele Podcasts produziert, ganz viele Videos und die Stadt das eigentlich gar nicht so wirklich wahrnimmt. Das kann nicht funktionieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass das, was gesagt wird, auch tatsächlich einfach eine Gewichtung bekommt von jungen Menschen. Philippa Fingerhut und Paul Koppertz gehen mit der Kamera raus in die Stadt. Sie drehen ein Video über die Leerstände und haben ganz andere Gedanken zu den Plänen in den ehemaligen Kaufhauscentern. Sie sind wütend und enttäuscht. Wieder kein Jugendtreff, stattdessen Discounter und Hotel. Ihr Fazit? Konzepte von gestern, die an ihrer Generation komplett vorbeigehen. Ich bin Philippa und ich bin 18 Jahre alt. Als ich 10 Jahre alt war, war das damalige Karstadt hier ein Paradies für mich. Und mittlerweile ist es seit Jahren ein Leerstand. Und genau so sieht das hier in der ganzen Bottroper Innenstadt aus. Viele haben den Glauben an die Zukunft der Stadt verloren. Und so stellt sich nach der Schule häufig die Frage, gehen oder bleiben? Ich bleibe wahrscheinlich jetzt noch mal für ein Jahr hier, weil ich einfach an FSJ gebunden bin. Aber danach möchte ich eigentlich hier raus und was anderes sehen, mehr entdecken irgendwie. Und ich habe halt das Gefühl, dass mir Bottrop nicht mehr das bietet, was ich möchte. Und ich möchte halt auch mich weiterentwickeln und mich vielleicht auch selbst irgendwie verwirklichen. Und das habe ich das Gefühl, dass ich das in anderen Städten, die mir mehr bieten können, einfach mehr erreichen kann. Das sehe ich zum Beispiel anders, weil klar hat Bottrop seine Probleme, aber trotzdem
hänge ich an dieser Stadt, aber es liegt auch vielleicht an den Leuten, die hier leben, meine Freunde, dass das so ein Teil von mir ist, auch meine Hobbys, mein Fußballverein, dass das so Sachen sind, die mich hier halten, auch die Umgebung, einfach dieses Ruhrpott-mäßige und vielleicht dann auch, wenn der Rest dann noch stimmt, hoffentlich dann auch bis zum Lebensende dann auch hier bleiben möchte, ja. Sie sind hier, zurückgekommen, um zu bleiben. Die Clique, die Bierbraut in Bottrop. Heute ist einer der seltenen Verkaufstage. Noch ist das Bier etwas Exotisches, die Zahl der Flaschen begrenzt. Der Andrang ist enorm. Wir haben schon so oft versucht, was zu bekommen, aber war immer so schnell ausverkauft, dass wir nie die Gelegenheit hatten. Von daher sind wir froh, dass wir heute Zweiter sind. Das ist nichts zum Wegkippen, ne? Das ist schon so zum Genießen, weil das ist ja jetzt nicht so einfach, mal eben da dran zu kommen. Ne? Alles klar. Schönes Wochenende, ciao. Danke, bis bald. Danke. Ciao. Hi, moin. Ach, Paul, alte Säule. Darfst du überhaupt schon Bier trinken? Kumpel von deinem Sohn, oder? Ja, sehr. Ja, dann. Ich sah da ein Foto von letzter Woche, aber durfte ich gar nicht sehen. Sind Sie Bottropper? Ja, klar. Ur-Bottrop, ur. Ich wohne in einem Haus, welches mein Opa gebaut hat, 1910. Was macht Bottrop denn aus? Alles. Grünste Stadt im Ruhrgebiet. Rathaus, der Rathausplatz, die Innenstadt, die ist ja so schön angelegt damals, vor 100 Jahren. Aber, ist schon... Bottrop möchte ich nicht drauf verzichten. Das Bier wird ihnen aus den Händen gerissen. Die Jungs haben einen Nerv getroffen. Was jetzt gerade passiert ist, die zwei Stunden, die sind ja eigentlich die Krönung quasi dessen, was wir hier unter der Woche und immer leisten. Der Arthur Braut, aber das, was wir jetzt quasi an Erfolg in der Ausgabe des Produkts quasi haben, das ist ja so die Krönung des Ganzen. Das ist halt dann richtig schön. Und auch wirklich dann zu hören, dass die Leute sagen, ja, endlich passiert mal wieder was und schön, dass ihr euch getraut habt und so weiter. Diese ganzen Sprüche, die tragen wir weiter in die Gruppe dann auch und das tut halt richtig gut. Das pusht uns weiter. Ein paar hundert Liter aber halten sie heute noch zurück. Für einen großen Tag in Bottrop. Da soll das flüssige Gold auf dem Schwarzmarkt verkauft werden. Der Name des Marktes erinnert an das schwarze Gold, die Kohle. Das Bier soll jetzt zum ersten Mal frisch gezapft im Herzen Bottrops ausgeschenkt werden. Raus aus dem Kiosk, rein ins Leben. Wir haben uns am Anfang Gedanken gemacht, wie schaffen wir es, von hier in die Stadt zu kommen. Genau. Und das Geile daran war ja wirklich, dass die Stadt auf uns zugekommen ist. Und diese Idee mit dem Schwarzmarkt, das war ja genau so ein Punkt, das haben wir uns irgendwo vielleicht gewünscht oder vorgestellt. Und auf einmal war diese Idee in der Stadt schon da. Und die Veranstalter, die Organisatoren, die kamen auf uns zu. Und das war, ja, man hat zusammengesessen und man traf sich auf so vielen Ebenen. Ja. Ich glaube, das ist eine geile Nummer, die sich da tut. Also wir sind ein Teil des Ganzen und das Drumherum, die anderen, die dabei sind, die sind ja genauso bekloppt wie wir. Das ist nicht gut. Für die Idee, fürs große Ganze treffen sich die Bekloppten, die Aktiven, frühmorgens um 7 zum Aufbauen. Premiere für den Schwarzmarkt. Keine Erfindung der Einzelhändler. Kein verkaufsoffener Sonntag mit Hüpfburg und Luftballons. Nein, den Schwarzmarkt haben sich Engagierte in Bottrop ausgedacht. Ich habe mir aber überlegt, wo man den Leuten eine Möglichkeit gibt, wenn die durch die Stadt tigern, dass die bleiben, dass die kommen bleiben, dass die was zusammen machen, zusammen erleben. Und das war halt so eine Vision, so eine Idee, die ich hatte. Und wenn man so ein paar Tuk-Tuks hat, die zusammenstellt, ein paar Tische hinstellt, das klappt, da kommen die Leute. Und die kommen. Ha, bloß mit dem Waffel komme ich nicht nach. Das ist doch doof. Hör mal, deine Waffel. Hi. Ey, wie heißt der Kollege? Hier. Das ist meine Waffel, lieben Dank. Bist du auch eine? Ich krieg auch eine. Ich glaube, ich mache Waffel besser im Akkord. Auch die Bierbrauer sind überwältigt. Ich strahle. Ich strahle äußerlich und auch innerlich. Also es läuft super.
Das läuft wirklich gut, muss man sagen. Also man sieht, jeder Tisch ist fast voll. Wir müssen so ein bisschen mit dem Konzept gucken, dass die Leute richtig einchecken und auschecken quasi. Aber das sind so kleine Aufgaben, die können wir gut übernehmen. Aber wichtig ist natürlich, dass die Leute hier sich wohlfühlen. Wir kriegen jetzt schon in den ersten Gesprächen super Feedback. Bier läuft auch, was uns betrifft. Da war die Schlange gerade am längsten. Also von daher, Bier schmeckt, alles gut. Je länger der Tag, desto klarer wird, der Schwarzmarkt hat einen Effekt. Viele gehen endlich mal wieder in ihrer Stadt bummeln. Man sieht ja jetzt, wenn man hier nach links und rechts mal guckt, jetzt gerade ist die Stadt auch wirklich richtig voll. Ne? Also so Samstagvormittag, da ist hier in Bottrop echt was los. Das kann man definitiv so sagen. Unser Ziel ist ja, das jetzt quasi über die Mittagszeit noch so ein bisschen zu ziehen, auch die Leute so ein bisschen hier zu halten. Das werden wir dann heute Mittag erleben, sind wir sehr gespannt. Aber der Start ist, der Auftakt ist schon mal super. Und wenn natürlich, was auch interessant ist, unheimlich viele Leute stehen, bleiben stehen und gucken so ein bisschen überrascht, was spielt sich denn da jetzt gerade ab und was passiert denn da und was kann man denn da alles machen und so weiter. So, und das wird uns in den nächsten Wochen einfach noch mal positiv was bringen, dass dann immer mehr Leute ganz einfach kommen. Der Schwarzmarkt bleibt keine Eintagsfliege. Das Konzept soll noch ausgebaut werden, um langfristig das Wir-Gefühl in Bottrop zu stärken. So wie früher. Bottroper Bier ist so wie der Saft für Leben hier im Revier. Die alte Schmonzette der Ruhrpott-Legende Techtmeier aus den 70ern macht klar, worum es geht. Sich zur Heimat bekennen und sie mit neuem Leben füllen. So wie diese 10 Freunde in einem alten Kiosk Bier brauen. Wenn eine Brauerei in Bottrop, dann Bottroper Bier. Kann nur Bottroper Bier heißen. Wir haben über alles diskutiert, aber nicht über den Namen. Also das war mal ganz klar. Muss man klar so sagen. Ja. Christina Berger hat das Café Kram am Rande der Fußgängerzone aufgemacht. Auch hier ist ein Stück Heimat und neue Identität entstanden. Es ist halt weder Dorf noch Großstadt und das hat für mich so eine Qualität zu wissen. Ich habe hier eine Anlaufstelle für ganz viele Leute, die sich hier treffen und eine gute Zeit verbringen. Mut wird belohnt. Julia Kubik und Stefan Wollenberg haben durchgehalten, mit der Stadt gerungen und endlich alle Genehmigungen für ihren veganen Supermarkt bekommen. Jetzt dürfen sie öffnen. Die Stadt hat sich bewegt. Die Stadt ist im Aufbruch. Wir sind gerade so ein bisschen dabei, von dieser alten Ruhrgebiets-Zechenmetropole zu einer eher jungen, dynamischen Stadt zu werden. Aufbruchsstimmung. Doch kommt das wirklich bei allen an? Was ich jetzt erlebe, ist eine Entwicklung. Junge Menschen, die sagen, naja, diese Stadt ist ja doch ganz schön interessant. Vielleicht könnte man doch vielleicht hier leben. Und das aber auch tatsächlich erst seit kurzem. Es braucht nicht viel, damit die Menschen in Bottrop glücklich sind. Damit sie bleiben. Also ich bin beruflich auch in Düsseldorf aktiv und habe dann immer den Vergleich Bottrop-Düsseldorf. Ich möchte nicht tauschen wollen. Also ich bin so, wie ich hier wohne, zufrieden. Ich bin mal nach Gladbeck gezogen wegen einer Ausbildung her, weil ich da im Krankenhaus gelernt habe. Und ich bin ganz schnell wieder zurück. Mir hat Bottrop gefehlt. Ist total toll hier. Ich war jetzt am Bodensee letzte Woche, bin Zeppelin geflogen, war alles toll. Aber ich war froh, als ich wieder zurück war in Bottrop. So, den habe ich jetzt ein gutes Interview gegeben. Ja, das haben wir. Also das war Bombe. Ja. Die Stimmung ist gut, auch wenn nicht alles perfekt ist in der Stadt. Es geht eben nicht mehr um die Frage, was kann die Stadt für mich tun, sondern was kann ich für Bottrop tun? Unsere Vision ist halt, wenn wir irgendwann vielleicht nicht mehr da sind, dass wir auch Geschichte geschrieben haben. Und auch wenn das Ganze wirklich irgendwie scheitern sollte, dann waren aber wir die Typen, die es versucht haben und die da richtig sich den Arsch vor.